Bisschen mehr Bevölkerung wäre gut. Ich glaube, da ist die Schamane drin. Yep. Das ist auch toll. Wir können sie jederzeit töten, so oft wir wollen. Die können sich nicht mehr... Die können sich eigentlich überhaupt nicht dagegen wehren. Allmacht ist schon ein toller Zauber. Gibt's auch bei den Missionen, habe ich aber noch nie eingesetzt. Also, nicht bei den Missionen, was rede ich denn? Bei dem Mehrspieler-Modi. Komm schon, ich brauche das. Alle tot. Schamane bleibt unberührt, warum weiß ich nicht. Ah, jetzt stirbt sie, glaube ich. Ne, stirbt nicht. Sie ist tot. Schluss, hier wird nicht gebaut. Und wenn ihr das anfangt, wird es auch wieder kaputt gemacht. Dann beschädigt das Land und dann können sie erstmal gar nichts machen. Luftschiffhaus und alles andere ist unnötig geworden. Auch der Todesengel ist nicht mehr der beste Zauber. Sie haben zwar immer noch sich als Gegner, aber primär hassen sie uns. Okay, ist jetzt erstmal Ruhe. Nee, Rot will dir angreifen. Alle den gleichen Aufbau. Warum bauen die hier ständig Häuser? Das nervt mich. Lasst es doch einfach. Lebt vor allem noch. Das hat die eigentlich total erwischt. Wo ist er denn? Und ins Wasser. Hol ich mir wenigstens was wieder. Hat sie ein Gebäude von uns kaputt gemacht. Dämliche Hexe. Und eine Spinatwachtel. Dementsprechend natürlich auch der härteste Kampf. Mehr oder weniger, also... Allmacht hin oder her. Leichter wird es dadurch nicht unbedingt. Vor allem, weil man auch ständig betränkt wird. Ach schade, ich dachte, er fliegt ins Wasser. Ja, genau so. Das greift mich Rot etwa schon wieder an. Nee, Rot will hier nur bauen. Da habe ich aber von Haus aus was gegen. Ach so, ich dachte, er greift uns an. Naja, war umsonst. Nee, umsonst nicht, aber... War nicht unbedingt nötig. Umsonst ist nur der Tod und der kostet das Leben. Hat die Schamanin schon mehrfach festgestellt. Aber ich glaube, die Anstrengung hat sich für sie gelohnt. Schließe ich sie jetzt gottgleich. Allerdings nur, solange sie Anhänger hat. Wenn jetzt der Anhänger weg ist, haben wir natürlich auch verloren. Gute Nacht. Okay.
Okay, ich glaube, den ersten Ansturm haben wir soweit überlebt. Das dauert aber nicht lange, bis die nächsten Ansturm vorbereiten. Ach, mich nervt, dass die zu mir bauen. Lass das doch mal. Grün braucht noch ein bisschen, obwohl der fängt auch wieder an. Gelb macht als einziges nicht. Türme besetzen bringt denen jetzt aber auch nichts. Ah, da. Außer sie kämpfen halt gegeneinander. Sie kämpfen immer noch gegeneinander. Früher habe ich mir mal den Spaß gemacht, habe ich mich abgeschottet und habe die halt so verbunden, dass sie nur noch gegeneinander kämpfen können. Und habe dann einfach immer zugeschaut. Das war auch sehr schön. Und ab mit euch. Kleinen Moment. So, da sind wir wieder. Tut mir furchtbar leid, ich habe gerade tatsächlich gedacht, ich höre einen Einbrecher. Außerdem habe ich gerade gemerkt, wo ich aufgestanden bin. Ich war schon ein bisschen dehydriert, bin ich immer noch. Aber ich habe was dagegen getan. Vielleicht fange ich dann deshalb auch an, weniger zu reden oder weniger schlau zu sein. Nein, ich bleibe schlau. Haha. Ist nicht gezählt. Der Geist sah gerade aus wie eine Biene, warum weiß ich nicht. So, jetzt kapseln wir uns erstmal von allen Spielern ab. Vor allem hier von Grün. Grün nervt mich nämlich. Nicht jetzt? Ich treffe besser. Wo war's? Hier. Darf ich natürlich wieder keinen zerstörten Boden hinterlassen, wenn ich das Land absenken will. Hier ist ein Gefecht. Ja, untereinander könnt ihr euch so viel prügeln, wie ihr wollt. Müssen unsere schaffen. Kann ich nicht mehr zur Schamane hin scrollen? Die gibt's ja nicht mehr. Die gibt's schon noch, aber nicht mehr hier. Ah, einen brauche ich noch. Das müssten sie eigentlich packen. Feuerkrieger und Priester sind einfach nicht mehr die besten Nahkämpfer. Das haben sie mit ihrer Ausbildung, glaube ich, verwirkt. Gut. Haben wir schon mal 2 von 6 Ausgängen zugemacht. Als nächstes mache ich gelb zu. Selber schuld, wenn du betest. Oh, nach unten kann ich mich auch noch ausbauen. Nee, einen Turm brauche ich eigentlich nicht so. Ich glaube, wir haben sogar alle Hütten gebaut, um alles auszubilden. Ja, Tempel, Kriegerhütte. Hatte ich nicht auch was für Spione? Da ist was für Spione. Ach, kommt, wir machen uns mal den Spaß. Ich kann euch aber so viel versprechen, das ist wirklich die letzte Mission im Spiel.
Flammenkurve. Chie? Cola? Chie? Cola? Cola-Augen? Sagt noch was? Schuhe. Schuhe habe ich auch, ja. Sind ganz angenehm. Verhindern, dass man sich verletzt, wenn man läuft. Schlecht platziert, glaube ich. Ich mache auch noch, dass er schneller ist. Jetzt war er zu schnell. Jetzt hat er nicht überlebt. Na, geht's weg? Sag doch, das eine war schlecht platziert. Ach, das bin ich. Aber wo jetzt? Hier, glaube ich. Könntet ihr das mal bitte lassen? Ach, schade. So ist schon besser. So, hier unten bin ich unantastbar schon mal. Hier oben noch nicht. Könnte reichen, wenn ich Glück habe. Aber ich glaube, hier bleibt es hängen. Ich mach's vorsichtshalber nochmal eins. Aber ich glaube, da kann man nicht mehr durch. So. Haben wir das auch schon wieder? Das ist schon rot. Ja, macht doch, was ihr wollt. So, wir haben meine. Da. Die pennen wie immer. Das heißt, wie immer, ich habe sie das erste Mal geholt. Eng mal sie möglichst ein, also mache ich es hier. Greift mich ja doch schon wieder an. In dem letzten Level gibt es leider keine Statistik. Das werdet ihr noch sehen. Sondern das Spiel wird direkt enden. Aber jetzt haben wir erstmal Ruhe. Wir können jetzt den Gegner dazu zusehen, wie sie sich kaputt machen. Todesengel werden sie nicht machen. Ich kann mich zumindest nicht entsinnen, dass sie Todesengel verwendet haben in dem Level. Warte mal, sie viel Mana haben. Was? So habe ich mehr? Ich habe mehr Mana, wenn ich einen Todesengel dann habe. Interessant. Ist ja auch logisch, wenn ich einen Zauber mehr auflade, dann habe ich mehr Mana. Lass mal alles... Ne, den Vulkan lasse ich mal aus. Wer hat mich denn am meisten genervt bisher? War es gelb? War es grün? War es rot? Ich glaube, ich mache erstmal rot weg. Dann seht ihr mal die Allmacht meiner Schamanin. Was sagen die eigentlich, wenn sie was anzünden sollen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, sie haben so eine klassische verschlagene Stimme und sie haben auch ein paar Tarnmittel, so wie die Hobbits. Ah, ich weiß nicht so recht. Oder lasse ich ihn doch mal aus. Ne, der Vulkan braucht einfach zu viel.